Hey, Leute! Ich bin's wieder, Tare Charo mit LP dran und willkommen zurück zu Let's Play Debunked bei Deponia. Ich habe auch Deponia, ist ja nicht der erste Teil. Ja, in der letzten Folge haben wir Münzgeld bekommen! Aber es passt nicht rein. Verdammt! Die Münze ist zu groß. Was nützt das schönste Kleingeld, wenn es zu groß ist? Genau, Rufus, das ist behindert. So, jetzt müssen wir einen Weg finden, diese Münze zu verkleinern. Ich dachte immer, das 5-Slotti-Stück wurde schon aus dem Verkehr gezogen, weil es in keinen Automaten passte und Narben hinterließ, wenn Kleinkinder es sich in die Nase steckten. Aha, ja, das ist ja toll. Vielleicht... Das ist tatsächlich ein bisschen rau. Vielleicht... Ja, geht es. Es hat geklappt. Das nenne ich mal wirklich inflationären Gebrauch von Fäkalhumor. Abgeschliffene Münze. So, jetzt sollte sie aber in den Automaten passen. Na endlich. Dieses ganze Geldwechseln hat mich ganz schön hungrig gemacht. Ey, das ist für Busso. Ich glaube, ich werde Rufus dem Busso den Vortritt lassen. Wirklich? Okay, hat... Laut Verfallsdatum kann man diese Pastete noch gut essen. Vorausgesetzt, ich interpretiere dieses Piktogramm von einem Jäger, der einen Büffel erlegt, richtig? Super. Ich wundere mich. Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Okay. Gut, dann wollen wir Busso mal das Ding bringen. Ich weiß immer noch nicht, wie das Ding da lösen will. Also würde ich alles andere zuerst machen. So. Pastete, Busso geben. Komm, Rufus, sei ein bisschen nett. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Ich werde noch ganz krank vor Hunger. Du weißt schon, blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber, wie bei den Schüttelpocken. Ich sag doch, du solltest dir etwas anziehen. Hätte, sollte, würde. Mit etwas Pastete im Magen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Lass mich raten. Bekomme ich jetzt die Pastete? Ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Das war sowas von klar. Was können wir jetzt machen? Natürlich wollen wir, dass Busso krank wird irgendwie, damit er das Zeug anzieht. Weil es Rufus ist. Rufus ist das Gefühl, stört, dass sie so. Rumläuft. Ja. Wer ist damit? Geht das? Darf ich das machen? Ist ja natürlich unheimlich praktisch, nicht wahr? Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage nur Dreck mit mir rum. Selten so gelacht. Gut. Salzstreuer, Pfefferstreuer, Staub. Das ist zwar langweilig, aber na gut. Upsi! Da hat wohl jemand vergessen, den Salzstreuer zuzuschrauben. Wie sonst kämen diese ganzen Maden da rein? Maden? Was machen Maden mit Salzstreuer? Man kann nie genug Pfeffer haben. Ah, das funktioniert aber natürlich. Keine Panik. Ist alles auf der Pastete gelandet. Ah, super. Erst mit Staub. Und hier ein ganz besonderer Gaumenkitzler. Ah. Fresst meinen Staub, ihr risikoaversen Durchschnittsköche. Eieiei, das wird ja was. Shampoo. Das würde ich noch nicht als Schuppenproblem bezeichnen. Wie ist es mit Zahncreme? Oh Gott. Da, auf die Pastete. Erzeugt zwar ein leichtes Fieber, ist dafür aber auch gut für die Zähne. Haben wir jetzt alles zusammen, um ihm die Pastete zu geben? Die, das wäre ja Knorke. Das wäre cool, Mann. Ich hab das nicht gerade gesagt. Egal. Oh, boah, das Spiel macht so viel Spaß. Okay, Busso, hier hast du deine Pastete. Was oder? Hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Ich werde noch ganz krank vor Hunger. Du weißt schon, blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber, wie bei den Schüttelpocken. Ja? Ich sag doch. Hätte, soll, mit etwas Pastete. Was wir haben jetzt alles drauf. Ich glaube. Nein, okay, blaue Zunge noch. Müssen wir doch irgendwie hinkriegen. Gut. Oh, blaue Zunge, wie kriege ich eine blaue Zunge hin? Dentosaurus, der Dino-starke Zahnputzspaß. Hey,
Das ist dieselbe Marke, mit der ich als Kind Fiebererkrankungen vorgetäuscht habe. Hier steht's ja auch. Dentosaurus Zahnpasta ist ein Chemieabfallprodukt und nicht zur inneren Anwendung geeignet. Mögliche Nebenwirkungen: Fieber, Schweißfüße, permanenter Verlust des Gefahrenbewusstseins. Dentosaurus Zahnpasta darf unter keinen Umständen mit Teppichreiniger vermischt werden, da gefährliche Chloroformgase entstehen können. Wow! Ich sollte öfter mal Gefahrenhinweise lesen. Ich habe doch tatsächlich geglaubt, Zahnpasta sei nutzlos. Typisch Rufus. Ich bin trotzdem irgendwie... Also wir wollen das Laken vom Geist. Wir wollen noch mit dem Seher irgendwas machen. Dann haben wir noch den Oppenbot. Ich weiß auch nicht, was wir noch mit dem machen müssen. Ah ja, stimmt. Wir benötigen die Tasche von... Oh, mir fällt der Name gleich ein. Von, Rufus? Goal? Cletus! Genau, Cletus! Ah, so war das. Ah, Gott. Ich habe kurzzeitig seinen Namen vergessen. Oh, wie kann ich nur. Jetzt sind wir wieder bei der Knopfgeschichte. Und es geht einfach nicht voran. Mann. Wahrscheinlich ist die Lösung sowas von einfach, dass ich einfach nicht drauf komme. Das muss es doch sein. Also bitte. Sobald ich das jetzt drücke. Ah, dieses mittlere Licht ist einfach so ein... Ja, Gott. Ich muss es irgendwie hinkriegen, aber... Es klappt einfach nicht. Das ist einfach zum... Trotzdem, wenn ich es so sagen darf. Seht ihr, jetzt haben wir das wieder. Hey, jetzt haben wir das wieder. Naja, haben wir da draußen eigentlich noch was? Wir haben da das Leck und da haben wir diese Mülltonne mit dem Pelikan. Ah, die passiert im sehr Buße geben. Wir brauchen noch irgendwas für die blaue Zunge. Laut Verfallsdatum kann man diese vorausgesetzt. Ja? Okay, da sagt er nichts mehr zu. Die eignen sich hervorragend, um Bananenreste aus Starkstromsteckdosen zu poolen. Rufus, wieso würdest du Bananen... wieso frage ich eigentlich noch? Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Verdammt. Vielleicht... So ist kein Rankommen. Okay, ich muss erst da rankommen. Hey, ist das nicht aus einem Zimmer raus? Ah, wahrscheinlich das Gliedeszimmer oder sowas. Aber wie wollen wir da reinkommen? Wie kann ich einfach die Zimmertür öffnen und... Hallo? Ist da draußen jemand? Der Wendt! Die Küche brennt! Das passt ins Bild. Nicht einmal der Wind weiß hier, was ich gehört. Okay, so. Ich weiß noch nicht, wer es sich mit Cletus machen soll. Vielleicht brauchen wir noch diese Trantel. Ja, wer weiß, und den Schraubenzieher. Ich wusste doch, dass ich diese unästhetische Drecksfresse schon mal irgendwo gesehen habe. Zuerst dachte ich aber an Bohlen. Keine Ahnung warum. Ja, aber haben wir da noch irgendwelche neuen Dialogmöglichkeiten? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Ich geb schon die gute. Was treibst du? Was ja, genau, er macht dich doch hübsch, oder? Ich mach mich fertig. Die Welt ja? geht ja nicht. Siehst gut genug aus? Meinst du? Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch nochmal die Augen... Augen? Ja, so. Ach, die ist ja... Sehr. Keine von uns. Mal gucken. Hä, ich könnte dir Shampoo geben, ne? Was ist das? Ein Shampoo? Sehe ich so aus, als hätte ich Probleme mit fettigen Haaren? Es hilft auch gegen Läuse und Schuppen. Dann solltest du es lieber behalten, oder? Fies, okay, das hilft nicht. Wie ist es mit Zahncreme? Solange er es nicht vermisst, ist es auch kein Diebstahl. Ach, stimmt, die haben wir hier geborgt. Nö? Der Rest von den... Ich glaube nicht, dass er den will. Ich sehe, dass du gönn dir ein dein Schicksal. Mag sein, aber diese Klaue kann doch eh kein Mensch lesen. Das könnte alles Mögliche bedeuten. Gut, ich habe... Ja, ich weiß noch nicht. Sobald ich das richtige Objekt habe... Ich erblicke darin eine Einladung zu einem famosen Streich.
Ich lach mich jetzt schon kaputt. Ah, die Kapuze können wir auch dafür. Ja, was können wir da reintun? Bringt das was? Ja, das wäre lustig. Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht für einen billigen Karlauer verschwenden. Ich denke vor allem an die Fans, die meine Streiche wegen ihrer hintergründigen Doppelbödigkeit lieben. Shampoo? Bringt das was? Ich denke vor allem an die Fans... Nee. Gut. Kommt nichts in Bezug. Es wäre schon lustig, ihn mit Läusen zu verseuchen, aber leider fehlt ihm dafür eine wichtige Grundvoraussetzung. Vielleicht muss ich ihm irgendwie Haare beschaffen. Ich weiß nicht. Ich weiß, es ist ein bisschen komisch. Sonst hat man immer irgendwie einen Plan, was man machen muss, aber... Ja. Egal. Hey Gespenst, also, ja Gespenst, willst du Shampoo haben? Wer braucht keine weltlichen Bitte vorausgesetzt? Stimmt. Ah, bei dem kann ich durchs Fenster klettern. Okay, was sagst Bevor du wieder? Ich dich aber Oje. Kein Spuk ohne Laster. Nettes Laken. Laken. Finger weg von meinem Laken. Brauchst du es noch lange? Solange du hier drin bist. Ja. Also, ich bleibe. Ja. Was war dein Laster wieder? War noch gleich dein Laster? Ich höre gerne Leute. Genau, das war das mit der Dusche. Ute, verzeih dir doch einfach. Verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich sehr. Und wie willst du dann jemals Erlösung finden? Ich dachte, ich bleib... Oh Mann. Ja? Okay. Laster. So, dann wollen wir gehen. Es ist lange her, dass ich das gemacht habe. Also, zockt. Genau, das ist der Schrank, wo Rufus flennt. Ich bin nicht gut genug, ich hab Angst und so. Vielleicht hatte ich ja bei den Futsis da empfohlen. Nein. Was kann ich wieder Klosches machen? Was soll ich machen? In die Kloschüssel gucken? Der hat ja noch nicht mal abgespült. Bringt mir das was? Ich weiß es nicht. Bezug. Okay, ich hab's ja verstanden. Nein, okay. Ich weiß auch nicht. Das ist jetzt quasi Busustasche. Für eine Maschine wirkt, dabei habe ich. Ja, das haben wir. Ich freue mich schon auf den Moment, wenn. Ich würde gerne. Stimmt, wir haben ja noch diese Mutter da. Vielleicht müssen wir mit der noch was machen. Bräuchten wir dafür nicht den... Was hängt nur rum, deine Mutter? Vielleicht bräuchten wir dafür dann... Ja, diesen tollen... Das... Ich freue mich. Ja, diesen tollen Schraubenzieher vom Doc. Ich weiß, Muttern kann man nicht mit einem Schraubenzieher rausziehen. Ist klar. Spüle mich betätige ich. Okay. Vielleicht stecke ich ein bisschen fest. Ja, ist ja nicht so schlimm. Genau, wir müssen dann noch seine Klamotten klauen, ne? Sagt ihr noch was? Entschuldigung. Verdammt. So ist kein Rankommen. Ich müsste die Waschmaschine erst, sofern dieser Sauna. Okay, ich muss zuerst den Saunaclub hier wegmachen, um an seine Klamotten zu kommen. Dann muss ich die Waschmaschine reparieren. Was Ufos eigentlich super kann. Da oben sollte ich ja nichts vergessen haben. Ich muss zuerst mal die Heizung ausmachen. Dann kann ich... Gott, dann kann ich ja dem tollen Busu seine Pastete geben, was eigentlich dann funktionieren sollte. Wieso wollen wir Busu nicht krank machen? Ja, wieder einer von Rufus Plänen, da muss man nicht viel hinterfragen. Ich werde zuerst versuchen, alles hochzumachen. Ich weiß ja nicht. Tschack. Dann haben wir das wieder. Leute, ich hab's geschafft! Oh, wie geil ist das denn? Geschafft. Rufus 1, Entropie 0. Ach, dafür war dieser Hebel da. Ich mache so blöd. Aber egal, ihr habt es geschafft. So, jetzt sollte. Jetzt ist Busu kalt. Oh Gott, heiße Zapfen. So, jetzt kriegt er die Pastete. Hier, Busu für dich.
Hoffentlich. Was hast du da? Etwas zu essen? Eine Pastete. Oder bitte? Wow. Ich werde, du weißt schon, blaue ja? bei den... Ich sag doch, du hättest mit etwas Pastete... Was ist? Na, okay, dann doch nicht. Brichst du den Anzug hier? Hier, ich habe deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Aber, naja, was ein echter Pirat ist. Du und ein Pirat. Wer hatte denn den Quatsch eingeredet? Naja... Ein was denn das? Ach, herrje, wenn man blöd fragt. Es ehrt mich, dass du versuchst, mir nachzueifern. Aber sieh den Tatsachen ins Auge. Du wirst nie so ein Draufgänger wie ich. Komm schon, schlüpf in deinen schmuseweichen Plazenta-Fellmantel und... Bah, vergiss es. Ich bleib jetzt erst recht in der Kälte sitzen. Und wenn ich mir dabei die Schüttelpocken hole... Gut, wir müssen seine Zunge wie blau machen. Aber wie? Vielleicht haben wir in unserem Inventar irgendwas, das... Ja, das haben wir. Wir haben diese Sachen dran, aber irgendwie nichts Blaues. Vielleicht ist da drin noch was. Da sind nur noch Scherben drin. Oh. Hoffentlich bringen die wenigstens Glück. Scherben bringen eigentlich nie Glück. Solche Taschen sind doch nur was echte Pro. Genau, also für Mäntel. Mäntel sind was Tolles. Das ist zwar langweilig, aber... Pupsi, da hat wohl die sonst... Nein, gut, das haben wir versucht. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Jetzt ist also Zimmer Nummer 1, sagen Zimmer wir doch, oder? Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wie kann ich Ihnen helfen? Genau, Assistenten. Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Natürlich, ich schicke ihn gleich... Warum tun Sie es nicht? Und sagen Sie... Ja, genau, das hatten wir. So, ich muss nur auf... aber wie bringen wir den Oppenbot dazu, uns nicht zu begegnen? Hier kommt der Dumm-Depp-Depp-Depp-Depp-Depp. Ja, der jetzt kommt der... Depperte, 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 Dumm-Depp. Ja, aha! Ist. Sie haben mich auf Ihr Zimmer beordert? Nein, das habe ich nicht. Aber doch... Sie haben gerade an der Rezeption angerufen. Ich werde doch wohl wissen, wen ich gerade angerufen habe und wen nicht. Ich glaube langsam, Sie leiden unter akuter Prozessorerweichung. Aber ich habe doch selbst Ihre Stimme gehört. Wenn Sie nicht sicher sind, wie meine Stimme klingt, dann hören Sie jetzt mal genau zu. Stören Sie mich nie wieder ohne triftigen Grund. Verstanden? Ja schon, aber... Aber was? So... Willst du eigentlich nochmal die Tasche wegnehmen, oder? Wenn ich sie einfach so mitnehme, was hier fehlt, ist ein Plan. Oder ja, wenigstens ein paar cooler. Ja, ja, gut. Was sagt eigentlich der Rezeptionist? Hat er was Neues zu sagen? Ah, der Gast aus Nummer 5. Keine Sorge, die Kopfschmerzen gehen nach ein paar Tagen wieder weg. Kopfschmerzen? Nein, ich bin wegen des Menüplans hier. Das ist lustig. Die meisten Gäste sind wegen des Menüplans nämlich weg, verstehen Sie? Und unser alter Koch ist wegen des Menüplans sogar im Gefängnis. Bekomme ich den Menüplan jetzt oder nicht? Stante Patsy, Sie müssen vorher nur diese Erklärung unterschreiben. Ja, ja, schon klar. Hä? Das ist doch nur eine Rotzfahne. Ja, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, durch unser Essen zu Schaden zu kommen. So ein Formular zu entwerfen wäre enorm viel Arbeit. Und unser Anwalt leidet an Depressionen. Darum kopieren wir die Unterschrift des Gastes einfach nachträglich auf eine passende Erklärung. Sehr ökonomisch gedacht. Und unterschreiben Sie bitte mit einem W vorne. Wie jetzt? Wufus? Ja, die Schublade für R. Klemmt nämlich. Ach so, klar. Danke. Ach so. Hier kommt der Dumm-Depp. Rufus, schnell weg. Tja, Kinderchen, jetzt muss ich aber. So, jetzt haben wir den Menüplan. Oh, super, Leute. Na, endlich. Der depperte, 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 Dumm-Depp. Oh, wir sind so gerissen. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Eine Dreiviertelminute. Oh, ich liebe es, wenn ich Fortschritt mache. Oh. Dann bin ich richtig schoss. Oh, lass mich raten. Wir werden ihm etwas bestellen und er wird auf der Toilette sitzen oder sowas in der Art. Dann können wir ihm sein Zimmer und seine Sachen klauen. Oh, das ist ja super. Aber wir werden in der nächsten Folge erst gucken, ob das so ist. Ich hoffe jetzt auch, dass die Musik ein bisschen zu... Also laut genug ist. Ja, ich habe... ich nehme meistens auf einmal auf und dann... Ja, egal.
Ich hab's halt nicht gemerkt. Tut mir leid, Leute. Also, ich danke fürs Zuschauen. Rufus? Rufus? Bitte, wir verabschieden uns gerade von unseren Fans. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Mir macht es so viel Spaß. Das ist unglaublich, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.